alles klar. Was laberst du? Was hast du für ein Problem, Mann? Hey Leute, damit willkommen zu einem weiteren Motovlog mit Luisa hinten drauf. Twitch One Dickhead ist auch wieder am Start. Der kommt jetzt gleich hier rangefahren an der Ampel. Ja. Da ist er. Oh, ja! Seit Ewigkeit mal wieder. Ich hab keine Hose mehr, deswegen kann ich das immer mit dem Ton machen. Oh. Dicky mit seiner Kari, die alte Puffmutter. Alter, die Maschine. Der alte Chinese, das ist ein richtiger China-Ding, ey. So eine richtige Rosslaube. Die passt richtig zu ihm. So, jetzt muss ich erstmal tanken. Das war einer von der Waldheimat hier, so ein Behinderter. Ja, hallo? Hast du vergeben oder was? Nein, nein. Das klang jetzt voll böse. Nein, nein, alles gut. Behinderte sind ganz cool. Aber die stehen hier immer und machen irgendwelche Faxen. Die freuen sich. Ja, das. Da wäre ich mir bei den Dingen. Alles klar. Da wäre ich mir bei denen nicht so sicher. Bitte was? Der zieht auch richtig tief rein. Gefällt mir. Ja. Alter, immer diese Spritkosten. Ja. Aber Porn hat Money regelt. Genau. Porn hat Money regelt. Ich auch. Dann kann ich alles haben. Steig ab! Steig ab! Hunger! Ich auch. Also wenn du Hunger hast, dann hast du Hunger. Ja. Sollen das? Ja, wahrscheinlich. Ey, das ist Freddy! Das ist Freddy! Steig mal ab! Nein! Wir fahren! Nein! Gibt's nicht! Ey, guck mal, da sind schon die ersten Leute. Moin! Bielefeld! Wir fahren durch Bielefeld! Ja. Oder was habt ihr vor? Nee, wir kommen gerade von Wimmer, also wir wollten uns eigentlich erst umziehen. Achso, ja, wir wollten nur einen Random-Vlog aufnehmen in Bielefeld, also. Okay, ja. Ganz schön dreckig, die Maschine. Ja. Ja, muss man sauber machen. Jetzt steig mal ab von meinem... Wahrscheinlich fahr ich bei dir mit. Also bei dir mit auf meiner Maschine, niemals. Boah, mein ist aber auch dreckig. Das mal Regen hat der nicht gut getan, die Regentour. Kippt so weit nach vorne, ne? Ist normal. Nein, meine kippt nicht so weit. Ja, deine ist ja auch ein halbes Tourer-Ding, ne? Ram, bam, bam, bam! Pau, pau, pau! So, die Maschine ist voll getankt. Jetzt geht's nach Bielefeld. Ein bisschen Scheiße machen hier. Das geht nicht. Ich kann hier nicht 100 fahren, wenn der vor mir 75, 70 fährt. Mein Gott, ey. Die Leute... Ich weiß gar nicht warum, aber die checken es einfach nicht, dass hier nicht 100, dass hier 100 ist. Oh, bremsen! Bremsen! Nicht, dass ich noch über 80 fahre, jetzt fährt er 65!
Scheiße! Eine Kurve! Junge! Alter! 64, 65! Junge, Junge, ist der schnell! Da wo 100 ist, da... Luisa rastet aus. Oh, 60. Ja, 60. Ja, ja, jetzt innerorts kann man mal 60 fahren, ne? Oder 80. Ja, und da wo 70 ist, fährt er auch mit 75. Und da wo 100 ist, fährt er mit 70, 60, 65. Richtiger, richtiger Wurstbaron, ey. Alter, was ist mit Luisa los? Was geht? Die ist die ganze Zeit durchgehend am Labern, ey. Das, Leute, das müsst ihr euch vorstellen, wenn Luisa ihre 5 Minuten hat, dann ist sie die ganze Zeit am Labern. Dein rechtes Rücklicht ist kaputt, ne? Meins? Vom Auto. Ach so, echt? Nein, nein. Okay, mein rechtes Rücklicht von meinem Auto ist kaputt, sagt Luisa mir gerade. Sie ist ja vorhin, hinter mir hergefahren, das war da, wo Luisa aufgenommen hat. Keine Ahnung, ob ich wahrscheinlich, ich packe das Video von Luisa als eher raus. Also da ist Luisa auf jeden Fall hinter mir hergefahren. Ich schreie die ganze Zeit, geil, geil! Und reibt meine Brust, ey, was? Brava, Marco, was labert die, Mann? Was ist mit der los, Mann? Schreib's in die Kommentare, was mit Luisa los ist. Irgendein Problem wird die haben. Luisa sagt gerade, tut mir leid, aber ich habe gerade meine 5 Minuten, okay? Das haben wir schon lange festgestellt. Hi! Alles klar. Die sind genauso verballert wie wir. Ey, weißt du, was bei dem Motorrad hast? Was bei dem, weißt du, was du bei dem Motorrad hast, was du bei dem anderen nicht hattest? Kills mit Schott, ja! Oh fuck! Ich war im Neutralen drin! Hoppala! Alter! Das schneide ich raus! Alter! Bin ich doof! Ich war im Neutralen drin! Boah, das hat sich nicht gut angehört! Was? Das hat sich böse angehört. Hoppala. Obwohl ich schneid's nicht raus, ich schneid's rein. Ich schneid Sachen nicht raus. Ist mir zwar peinlich, dass ich, vor allem, dass ich dann noch so dumm bin, nach dem Gasgeben in den ersten geschaltet habe, obwohl die Drehzahl gerade hoch war. Dann ist doch klar, dass dann so schön krack kommt. Das tut mir leid, Lucille. Weißt du, was gut ist, dass jetzt 30 ist? Ja? Weißt du, was daran gut ist, dass jetzt hier 30 ist? Ich kann die ganze Zeit im ersten fahren und Lärm machen. Ja? Zweiter. Ey, da ist ein Unfall. Hey, das ist eine Gangbang-Party. An die Nippel, okay. Ein bisschen schlecht, ne? Ach, es ist heute Sonntag, deswegen ist hier nichts los, stimmt. Sonntag hat ja leider nichts auf. Oh, moin. Ich war gerade am Überlegen, ob ich einen Stoppie mache. Ja! Wahrscheinlich. Was? Du wirst das doch hinbekommen, dass wenn du einen Stoppie machst, dass ich dir nicht in die Helmdecke. Ach so. Ey!
geil! Luisa versucht mich zu killswitchen. Was machen die da? Ach so. Okay. Der geilste Helm, Mann, er ist ein Predator. Was macht der da? Ja, Mann, der hat einfach mal einen Predator-Helm auf. Wie geil! Das kam mir so vor, als würde er mich kennen, weil er direkt so Gas gegeben hat und so. Oder er hat gesehen, die haben Kameras dran. Lass mal Gas geben, ich will das Video. Hä? Alles klar! Ja, locker! Wer fährt zu Luis? Bitte? Nice! Machst du YouTube? Yo, ich kenne deine Videos! Alter, das sieht so geil aus, der Helm. Ja. Ja, sicher. Aber der war gut eigentlich, ne? Der war schon nice, der Stoppi. Nein, mach ich nicht. Nee, mach ich nicht, keine Angst. Aber ich kann mich halt voll nicht festhalten, so weißt du, ich springe halt immer voll hoch. Aber ich bin glaube ich nicht gegen Helm, oder? Nee, bist du nicht. Ich hab Angst, Wo hoch und wo? Alter, warum kommt der? Ich hab Angst! Ich bin von allen Seiten attackiert! Jetzt kommt noch mein Ständer runter! Ich bin im Wind. Ich bin neutral im Gang. Ja, doch. Alter, wie soll ich denn so viel verteidigen? Grün. Grün. Ja, grün, fahr doch. Was? Luisa Fußraste. Der ist aus! Gib ihm eine Spam-Karte! Der will nicht an die Ampel. Der wollte ein Rennen, wollte der! Nö! Marco! Fußausfahrt fühlt sich gerade, das ist nicht cool. Das ist echt nicht cool. Baumelst ein bisschen in der Luft? Wollen wir ranfahren oder? Ja, fahr mal gut ran. Dicky, sein kleiner Asiate, verabschiedet sich gerade die Fußraste. Jetzt denken die von der Eisdiele, wir wollen zu denen. Aber nein. Was? Kannst du machen. Pass auf Dickys Motorrad aus. Oder soll ich ein Stück vor? Noch weiter? Ja, war nicht so perfekt. Ich hab voll den Krampf im Bein, also Hüfte. Brauchst du das Ding hier noch? Warum? Man könnte das ganze Ding so ein bisschen umbiegen. Was bringt uns das dann? Kannst du den Fuß da drauf machen? Hast du eine Zange mit? Oder kann man das so? Ach, das kann man so biegen! Das meine ich mit dem Stahl. Neue Fußraste erschaffen. Geil. Ja, brach hier ein bisschen, aber abfahren, nur Lack, alles gut. Alles gut. Ja, das könnte funktionieren. So, Dicky, sein Motorrad ist wieder repariert.
kann weitergehen, die wilde Fahrt. Wir fahren jetzt am besten zurück, weil, also Luisa hat gefragt, wo wir hinfahren. Wir fahren am besten jetzt zurück, weil ja, die Fußraste da von Dickies Kari, die Sozia-Fußraste, da ist ein bisschen scheiße. Bevor da noch mehr abbricht, das was ich umgebogen habe. Wenn das abbricht, wäre schlecht, ne? Deswegen fahren wir jetzt lieber direkt zurück, damit die noch heile nach Hause kommen.